So, das mit dem Regenwasser ist eigentlich eine ganz banale Sache. Bei der Anzahl der Pflanzen kommt natürlich einiges zusammen, was man da vergießen muss. Und wenn man das aus einem Wasserhahn ziehen würde, wäre es dann aufs Jahr gerechnet doch schon ganz schön teuer. Wir haben uns also dazu entschieden, Regenwasser zu sammeln. Also hier draußen steht eine Regentonne, die gehört der Vermieterin und wir haben dann, bevor die abgelassen wurde für den Winter, sämtliche Kanister, die wir hatten, gefüllt und im Keller gebunkert. Ja, wir hatten ungefähr berechnet, wie viel Liter wir eventuell brauchen würden. Und gerade jetzt, wo die Sonne so scheint, kann man wieder jede Woche gießen, weil die Erde oder das Substrat sehr schnell austrocknet. Man sieht es auch bei der Blattmasse, zum Beispiel bei den Passionsblumen, da reicht das Wasser auch gar nicht. Also hier kann man fast jeden Tag gießen und denen reicht es trotzdem noch nicht. Ja, jetzt haben wir das Problem, dass wir nur noch ein oder zwei Kanister voll haben und wir auch nicht aufs Leitungswasser zurückgreifen werden, weil viele Pflanzen das nicht vertragen. Also zumindest nicht ständig. Zeitweise ist okay. Ja, und das heißt, dass ich jetzt wieder die letzten Tage immer draußen war, habe hier schön Schnee reingestopft und sobald der dann geschmolzen ist und das Zimmertemperatur hat, kann man damit auch die Pflanzen gießen. Ich habe jetzt da drüben die zwei Kanister schon voll. Den auch fast. Und so kann man halt enorm viel Geld sparen. Man muss sich halt die Zeit nehmen, wirklich rauszugehen. Das ist schon ein paar Mal laufen. Also ich mache das immer in einen Messbecher, stopfe das dann rein, bis es geschmolzen ist. Es dauert auch nur ein, zwei Tage. Ja, noch geht's. Also, wir haben jetzt wieder ein bisschen Tauwetter, aber wie man sieht, reicht's noch. Und wenn man das Wasser da bunkert, es wird ja nicht schlecht. Wenn der Frühling kommt, dann ist die Regentonne ja auch nicht wieder sofort voll. Und das ist ganz gut, wenn man noch einen kleinen Puffer hat. Aber so kann man auf jeden Fall Geld sparen. Ja, und dann, wir haben auch einen Kamin. Da kommt nur Holz rein, also jetzt auch kein Spiritus oder irgendwelche Anzündhilfen. Wir haben zum Anzünden solche. Da sind die. Ich weiß nicht, von welchem Holz genau das ist, aber das ist irgendein Nadelholz. Das ist überall. Man riecht es auch, da ist überall Harz drin. Und das eignet sich zum Anzünden gut, also wir brauchen da nichts Künstliches. Und von dem her werden wir die Asche dann auch beim nächsten Umtopfen mit unter die Erde mischen, sozusagen als Dünger. Ein Freund von mir auf Madeira, der hat auch ja, so eine Obstplantage. Und da war früher eine Feuerstelle, also die haben wohl öfter draußen gegrillt. Und genau an der Stelle, da wachsen die Pflanzen besonders gut. Also es scheint mit der Kohle und der Asche zu tun zu haben. Ja, und so kann man natürlich auch Geld sparen, wenn man nicht unbedingt teuren Dünger kauft, sondern einfach das, was man hat, wiederverwerten kann. Oder wer einen Komposthaufen hat, hat es natürlich noch besser. Richtig gut sind ja Bananenschalen und da lässt sich schon eine Menge mitmachen.